Hallo liebe Gartl- und Werkeln-Fans, heute werden wir Paletten aufarbeiten. Dafür brauchen wir eine Motorsog, wir brauchen eine Hansch, Brünn, Gehörschutz, eine Motorsog, die funktioniert, ein Sprit, in dem Fall 1:50 und ein Bio-Kettenöl, normalen Benzin, damit wir 1:50 mischen können. Und Richter brauchen wir auch noch. Ein Motoröl. Passend von der gleichen Firma. Das funktioniert, da weiß man, dass das kein Dreck ist. Da gibt es zwei so Kammern drinnen. Für 5 Liter Benzin braucht man 100 Milliliter Motoröl. Da kann man die Kammer füllen. Uns wird ein Drittel Öl reichen. Das sind ungefähr so 1,5 Liter Sprit um und um. Falls ihr daneben botzt habt, ein Fetzen zum Anwischen, Einfüllstutzen wieder drauf. Das Ganze vermischt man. Ein Kettenöl für die Schmierung brauchen wir auch noch. Wir haben da ein Bio-Kettenöl. Das ist theoretisch biologisch abbaubar. Ob es wirklich so ist, weiß man nicht. Den Tank ordentlich verschließen. Abwischen, falls was daneben gegangen ist. Und was noch ganz wichtig ist, eine ordentliche Schnittschutzhosen, ein Schnittschutzleiberl, wobei ich das nicht auch habe, weil es ist nicht empfehlenswert, dass man das nach dem Essen macht, weil da passt man nicht mehr rein. Und den Haufen geht es heute. Wir werden schauen, dass wir die langen Steher ausarbeiten aus den Paletten. Die brauchen wir für was anderes. Für was zeige ich euch dann. Im Endeffekt hängt es mit der komischen Aktion zusammen, was wir gestern gemacht haben. Mit dem umgefallenen Busch. Der ist jetzt ganz schön beleidigt. Der wird weiter wachsen müssen. Ein Gestell haben wir gebaut. Wir möchten das Gestell verkleiden. Für das kommen uns die Paletten gerade recht. Und schauen wir mal, was wir daraus machen.